Und hier bin ich so gekommen. Warum leuchtet eigentlich mein Morgenstern nicht mehr? Doch. Oh, hoffentlich gehe ich nicht auf den Sack. Okay, wir gehen raus. Jetzt gehe ich wirklich auf den Sack. Jetzt erstmal in die City. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Thank you.
Schreitet wohl, hallo. Schreitet wohl. Ist es wichtig? Na, wenn das mal nicht unser Wunderkind ist. Ich weiß, sie hat mir schon alles erzählt. Gute Arbeit, auch wenn mir ein Teil ihres Berichts ein wenig überschwänglich erscheint. Aber gut, das soll der alte Arantial beurteilen. Er will euch nämlich ohnehin sprechen, weil ihr sein Interesse geweckt habt. Ach ja? Dann hört mir mal zu. Was euch Lushi vielleicht nicht erzählt hat, ist, dass das Bändigungsritual für sie genauso gefährlich war wie für euch. In anderen Worten, sie und damit wir haben für eure Heilung eine Menge riskiert. Und dazu kommt, dass sie euch wohl wirklich irgendwie für besonders hält. Weiß der Henker warum, aber sie tut es. Also, habt zumindest den Anstand und hört euch an, was Arantial euch zu sagen hat. Ihr ist im Emporium des Tempels. Sagt der Wache einfach, wie ihr seid, und er wird euch hineinlassen. Ach ja, und bevor ich es vergesse, Madame hat euch etwas als Dankeschön hinterlassen. Ihr sollt selbst wählen. Es gibt ein Buch, eine alte Karte oder einen Beutel Groschen. Was davon wollt ihr? Ja, geil. Gut, dann mal hopp, wir sprechen uns später. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Halt die Klappe. Malfas zum Gruß. Und auf einen Verdacht hin, eine ganze Division unserer besten Männer übers Meer zu schicken, ist Irrsinn. Wir müssen herausfinden, wer die Söldner geschickt hat. Daran führt kein Weg vorbei. Diese Pegast meinte, sie haben es auf den Siegelstein abgesehen. Und wenn es ihnen beim nächsten Mal gelingt, dann weiß der schwarze Wächter, wie wir den Zyklus noch aufhalten sollen. Den Zyklus? Wenn man dir zuhört, vergisst man glatt, dass dieser ganze Zirkus hier nur stattfindet, weil du und deine neremesischen Freunde schlechte Träume hatten. Die Bedrohung ist real. Streite es ab, so viel du willst. Aber tief in dir spürst du das genauso sehr wie ich. Selbst wenn das so wäre, ein Feldherr interessiert sich für Fakten, nicht für Gefühle. Diesen Fehler hast du schon einmal gemacht, Thealor, damals in Kyra. Und wir Natara, die Mission findet statt. Es tut mir leid. Du hast Besuch. Ihr seid also das Wunderkind, von dem alle sprechen. Interessant. Ich bin Thealor Arantial, Sohn Lorius des Ersten und Großmeister des Ordens. Und es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Wie nennt ihr euch? Ja, und ich werde gleich zum Punkt kommen. Ihr seid hier, weil ich glaube, dass ihr besonders seid. Und weil die Menschheit vor einer Bedrohung steht, bei deren Bekämpfung ihr unverzichtbar seid.
Unter anderem, ja. Ich muss euch nicht erklären, dass die Lage auf Vin derzeit chaotisch ist. Die Kriege, die lebenden Toten, gewöhnliche Menschen, die plötzlich den Verstand verlieren, um all das Offensichtlichste zu nennen. Was kaum jemand aber weiß, ist, dass etwas diese Ereignisse verbindet. Ihr aber habt dieses Etwas gesehen, genau wie ich. Ja, und ich werde euch alles erklären, was es ist, wer wir sind und eure Rolle in all dem. Kommt, gehen wir hinaus. Vielleicht wisst ihr bereits, wer ich bin. Ich stand mein Leben lang im Dienst der Götter, die bis vor ihrem Tod vor 2 Jahren Vin beherrschten. Was ihr aber wohl nicht wisst, ist, dass derjenige, der ihren Tod wesentlich mit zu verantworten hat, mein Sohn ist. Narazul Arantheal. Er hasste die Lichtgeborenen, weil sie seiner Meinung nach den Menschen ihr Recht auf Freiheit raubten und deshalb wollte er sie stürzen. Er fand Anhänger, scharte eine Armee um sich und erklärte ihnen, und damit auch mir als Diener der Lichtgeborenen, den Krieg. Das Ganze gipfelte vor jetzt 30 Jahren in einer Schlacht, die Narazul gewann. Er tötete jeden Überlebenden, bis auf mich, und sperrte mich in ein Verlies auf Nerim. Warum genau er das tat, weiß ich bis heute nicht. Nach mehr als 30 Jahren, ja, weil mit dem Tod der Götter auch die Magie des Kerkers verschwand. Und während meiner Flucht durch die Nordberge Nerims hatte ich sie auch das erste Mal. Die Träume. Ich sah immer wieder dasselbe, dieses grelle, furchtbare Licht und hatte das Gefühl zu verbrennen. Und darüber, wie eine Art Schleier, lag das Wissen, dass uns etwas bevorsteht. Am Anfang tat ich das natürlich als Hirngespinste eines Verhungernden ab und konzentrierte mich darauf zu überleben, aber ich scheiterte. Zwei Tage nach meinem Ausbruch war meine Kraft erschöpft und ich wäre gestorben, wenn mich nicht ein ehemaliger Gefolgsmann meines Sohnes gefunden hätte. Waren wir, ja. Aber er erkannte mich nicht und brachte mich zu ihrem Stützpunkt, ein altes Kloster in den Bergen. Die anderen wussten zwar, wer ich war, aber trotzdem töteten sie mich nicht, warum auch immer. Vielleicht, weil ich als Feldherr der Lichtgeborenen in ihren Augen mit ihrem Tod ohnehin bedeutungslos geworden war. Ich weiß es nicht. Was aber selbst als ich mich erholte blieb, waren die Träume. Anfangs behielt ich es für mich, aber irgendwann begann ich an meinem Verstand zu zweifeln und erzählte ihrem obersten Magier Konstantin davon. Der sagte etwas, womit ich nie gerechnet hatte. Ich war nicht allein. Sowohl er selbst als auch viele andere magiebegabte Menschen auf Wien hatten dieselben Träume. Und je mehr wir uns über dieses Phänomen unterhielten, desto mehr bekamen wir eine Ahnung, die sich mittlerweile bewahrheitet hat. Die Träume kommen von demselben Ort. Sie sind eine geteilte Erinnerung. Ein kollektives Unterbewusstsein, ja. Ich weiß, dass ihr es auch fühlt und anders als wir. Und genau wie ihr jetzt noch, wussten wir die Bilder damals nicht zu deuten, weshalb wir uns auf die Suche nach Antworten machten, in den Überresten der Zivilisation, die vor der unseren existierte, die Pyräer. Und je mehr wir forschten, desto mehr begannen wir zu verstehen. 3 Dinge. Erstens, es gab etliche Zivilisationen vor uns und vor den Pyräern, vielleicht Hunderte, vielleicht Tausende. Zweitens, die Geschichte jeder dieser Zivilisationen folgte einem Muster. Sie entstanden, sie erblühten und irgendwann auf dem Höhepunkt ihres Seins verschwanden sie einfach, spurlos. Und drittens, dieses Verschwinden steht uns bevor. Alles, was in den letzten Jahren passiert ist und immer noch passiert, ist das erste Anzeichen dafür. Wir sind Teil eines ewigen Kreislaufs, eines Zyklus. Und unserer nähert sich dem Ende. Das wollten ich und Narazuls Magier auch glauben. Lange Zeit.
aber irgendwann konnten wir die Augen nicht mehr verschließen. Wir begannen, die Geschichte der Pyrrha ausführlicher zu studieren, und die Parallelen waren erstaunlich. Auch das Pyrrhäische Reich wurde früh in seiner Zeit von einer Katastrophe geteilt, so wie Vin vom Sternenfall geteilt wurde. Und auch die Pyrrha hatten eine herrschende Kaste, die sich nach dieser Katastrophe zu Göttern erklärten und lange Zeit herrschten, bis sie irgendwann gestürzt wurden. Und dann urplötzlich ein Schnitt. Die Pyrrha hörten auf zu existieren. Sie wussten, dass es ihnen bevorstand, aber sie konnten es nicht abhalten. Die Pyrrha nannten dieses Ereignis die Läuterung. Vielleicht haben sie zu spät davon erfahren. Oder vielleicht waren sie zu schwach. Wir wissen es nicht. Das ist die Frage, auf die wir die Antwort finden müssen. Es war kein gewaltsames Ende wie durch eine Naturkatastrophe oder eine magische Explosion. Zwar herrschte im Pyrrhäischen Reich vor dem Untergang Krieg, aber als die Läuterung kam, war es, als wären alle Menschen plötzlich umgefallen und gestorben. Es ist gespenstisch. Das ist der Punkt, warum wir eure Hilfe brauchen. Es sind nicht nur bestimmte Etappen in der Geschichte, die sich in jedem Zyklus wiederholen. Es sind auch Persönlichkeiten. Ja, die Pyrrha nannten sie Boten. Kurz bevor die Läuterung bevorsteht, erscheinen sie wie ein Naturgesetz, eine Art Antwort auf den roten Wahnsinn. Ich bin einer davon, genau wie ihr. Und während ich die Rolle des Herrschers erfülle, fällt euch die Rolle des Propheten zu. Es klingt skurril, ich weiß. Aber es ist die Wahrheit. Eure Geschichte deckt sich perfekt mit den Beschreibungen. Ja, ehemalige Feinde oder nicht, beide Seiten haben das Ausmaß dessen begriffen, was uns droht. Und das magische Wissen Narazuls ehemaliger Magier ist immens. Genau wie die Manneskraft des Heiligen Ordens. Auch wenn nicht jeder der Hüter das so sieht. Ich weiß es nicht. Der Magier Funkenschlag hat mir eure Geschichte erzählt. Und so tragisch euer Schicksal auch ist, anders als ich wart ihr vor eurer Wandlung unbedeutsam. Vielleicht kann es also jeden treffen. Vielleicht aber haben wir das Muster, nach dem die Boten gewählt werden, einfach noch nicht verstanden. Nein, wie ich bereits sagte, die Boten erscheinen schlicht und einfach mit dem Anfang des Endes, wie Figuren auf dem Schachbrett. Was uns ausmacht, sind Fähigkeiten. Wie und für was wir sie einsetzen, ob wir scheitern oder siegen, das liegt bei uns. Zum einen eure Macht. Ihr tragt das Potenzial in euch, jede Fähigkeit in einem Bruchteil der Zeit zu meistern, die man gewöhnlicherweise benötigen würde. Das habt ihr selbst wohl schon bemerkt. Und zum anderen eure Fähigkeit, in die Vergangenheit zu blicken und damit in die Zukunft. Eure Visionen sind ein Fenster zur Vergangenheit. Und dadurch, dass jeder Zyklus durch dieselben Ereignisse geprägt ist, auch in die Zukunft. Ihr seht, was geschehen ist und damit, was wieder passieren wird. Diese Gabe macht euch für uns unverzichtbar. Und deshalb will ich eure Hilfe. Hohle Worte. Ihr wisst, dass es das einzig Richtige ist, egal wie sehr ihr euch das Gegenteil einredet. Wir beide ähneln uns mehr, als ihr glaubt. Das ist die falsche Frage. Die richtige ist, welche Alternative wir haben. Warten und sterben? Wenn es Reichtum und Macht ist, was ihr sucht, dann sollt ihr es haben. Der Orden hat von beidem genug. Auch wenn mich diese Frage enttäuscht. Och. Das wollte ich hören. Eines gibt es aber noch, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. Ich will, dass ihr unserem Orden beitretet. Und damit ihr das könnt, müsst ihr eine Prüfung ablegen. Ja,
Ganz egal, was ihr von unserer Geschichte haltet. Wir sind der einzige Bund, der die Kraft hat, dem Zyklus entgegenzustehen. Und wenn ihr Teil unserer Mission werden wollt, müsst ihr vollen Zugriff auf unser Wissen und unsere Ressourcen haben. Es wird schon so genügend Stimmen im Orden geben, die gegen euren Beitritt genauso revoltieren werden, wie gegen die Anwesenheit der nerimesischen Magier. Seht es also als Ehre oder Notwendigkeit. Es liegt bei euch. Es ist die Prüfung, die von den Novizen absolviert werden muss, wenn sie zum Hüter erhoben werden wollen. Nur die Besten der Klosterschule bekommen überhaupt eine Chance. Und obwohl ihr kein Noviziat durchlaufen habt, will ich, dass ihr an der Prüfung teilnehmt. Jetzt gerade sind zwei Novizen zum Ritualplatz unterwegs. Ich habe sie bereits von eurem Kommen unterrichtet. Ein Gefühl. Belassen wir es dabei. Ich kenne sie nur flüchtig, aber beide sind ungewöhnlich talentiert und haben hart für die Prüfung trainiert. Aber macht euch euer eigenes Bild. An der Grenze des Herzlandes, die zum Flüsterwald führt. Sie warten dort auf euch. Nehmt einfach den Myraden dorthin, sprecht mit Siegelmeister Barthar und gebt ihm dieses Päckchen. Und dann folgt seinen Anweisungen. Ah, und eines noch. Es ist selbstverständlich, aber behaltet euer Wissen um den Tod der Lichtgeborenen für euch. Nicht, dass ihr damit ernsthaft Schaden anrichten könntet, aber im schlimmsten Fall werden euch wegestreue Menschen für einen Heretiker halten. Wenn der Zyklus aufgehalten ist, werden wir beraten, wie wir damit umgehen. Ob und wann wir es den Menschen sagen. Aber jetzt nicht, das steht fest. Nun geht. Je eher wir diese Formalität erledigt haben, desto besser. Geld ich hier habe. Groschen 185 habe ich. Jetzt immer auf der Sache verkaufen.
Handfertigkeiten steigern, genau. Noch gar nichts lernen und guck mal. Maiser de Luna. Und ich bin darauf reingefallen. Naja, scheinbar ist der Großmeister ja ganz begeistert von euch. Fremdländer und Wegelose im Tempel scheinen ja neuerdings in Mode zu sein. Na, sieh mal einer an. Wie kann ich euch helfen? Oh. Ach, du bist es. Hi. Na sowas. Jemand, der sich für etwas anderes interessiert als unser Wissen über die Pyrrhea. Aber ihr habt Glück, ich bin derzeit wirklich in Gesprächslaune und hätte auch das ein oder andere, was ich gern über euch wissen würde. Wartet mal einen Augenblick. Arazialischer Brandwein, Jahrgang 8214. Was sagt ihr? Ein Glas und ein gutes Gespräch? Ja. Gut, dann kommt mit. Das so höre, bereue ich keinen Augenblick, dass ich nie nach Ostian zurückgekehrt bin. Auch wenn der Gedanke manchmal da war. Na sowas. Jemand, der es mir direkt ins Gesicht sagt. Ja, ihr habt recht. Ich hab skaraksches Blut in mir. Auch wenn es im Vergleich dazu, wie sehr man es mir noch ansieht, ziemlich wenig ist. Mein Großvater. Er diente in der Marine des Südreichs. Und eines Tages haben sie ein skaraksches Plünderschiff besiegt und die Skarak drauf gefangen genommen. Einige davon waren Frauen. Er hat sich in eine verliebt, sie befreit und... Naja, den Rest könnt ihr euch denken. Aber um eure eigentliche Frage zu beantworten... Ja, meine Familie stammt ursprünglich aus Ostian. Allerdings bin ich vor 10 Jahren von dort geflohen. Die richtige Wahl, wie ich euch vermutlich nicht zu erzählen brauche. Der Schöpfertempel war immer ein Haufen fanatischer Arschkekse. Aber Hohepriester Jagal hat dem Wort radikal eine ganz neue Bedeutung gegeben. Naja, das ein oder andere Mal ist das sicher schon passiert. Und nein, ich weiß nichts über sie. Nur, dass sie meine Mutter gebärt hat und 2 Jahre danach wieder zurück auf die Inseln geflohen ist. Ihr hättet sehen sollen, wie die Leute immer auf mich und meine Mutter reagiert haben. Selbst als 7-jähriges Mädchen haben sie sich verhalten, als hätten sie erwartet, dass ich im nächsten Moment eine Totenschädelkette auspacke und alles verfluche, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Wahre Worte. Krieger des Schöpfers. Kampf gegen die Ungläubigen. Die Kinder des Schöpfers versuchten ja gar nicht mehr zu vertuschen, wie verdammt radikal ihre Ideologie eigentlich war. Und trotzdem, die Rekruten rannten ihnen die Türen ein, ganz versessen darauf, endlich Ungläubige töten gehen zu können. Aber hey, ich schätze, das ist der Reiz von Religion. Denk nicht selbst nach, lass dir von jemand anderem sagen, was richtig und was falsch ist. Das war es zumindest, wie sie meinen Bruder ranbekommen haben. Hatte. Er war ungefähr 15 Jahre älter als ich und schon immer etwas geplagt. Rakul, das war sein Name. Wisst ihr, meine Familie war sehr wohlhabend, bevor wir geflohen sind. Tuchhändler für Generationen, die besten in Ostian. Ich schätze, deshalb hatte mein Vater auch so hohe Erwartungen an Rakul als einzigen Sohn. Ich als Frau schied ja als Nachfolgerin aus. Aber Rakul, er war einfach nicht dafür geschaffen, wisst ihr? Er war schüchtern und introvertiert. Und mit Geld konnte er sowieso nicht umgehen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie oft mein Vater ihm gesagt hat, dass er eine Schande für die Familie sei. Naja. Wenn ihr es so nennen wollt. Rückblickend glaube ich, dass der Tempel ihm nur das gegeben hat, was Vater ihm konsequent verweigert hat. Eine Perspektive. Und das Gefühl, gebraucht zu werden. Nach seinem Beitritt hat er fast den ganzen Tag im Tempel verbracht und kannte alle heiligen Schriften und alle Verkündigungen des Schöpfers auswendig.
Tja. Und eines Tages hat er verkündet, dass ihm die Messe allein nicht mehr reichen würde. Er wollte den Maskierten beitreten. Den Kriegern des Schöpfers. So ist das eben. Richtig. Das ist es, was diese Bastarde tun. Sie nutzen die Verwundbarkeit von Menschen wie Rakul schamlos aus und indoktrinieren sie mit ihrer beschissenen Ideologie. Und wenn das erstmal getan ist, senden sie sie in den Kampf für irgendwelche heiligen Kriege. In anderen Worten, ihre eigenen Interessen. Wie Figuren auf dem Schachbrett. Und wenn sie sterben, kein Problem. Dann nennen sie es eine verdammte Ehre. Es tut mir leid, Madame. Euer jüngster Sohn ist gerade gestorben. Aber keine Sorge, er ist jetzt an einem besseren Ort und isst Weintrauben mit Honig. Welch ein Trost, nicht wahr? Nein. Wo wir schon dabei sind, habt ihr irgendwelche anderen vernachlässigten Kinder für uns? Wir brauchen neues Material. Ich hasse diese Bastarde. Ich hasse sie so sehr. Falsch. Er wurde niedergemetzelt. In Stücke gehackt von Kanzler Baratheons Kavallerie. Das war vor den Friedensverträgen. Ich würde mich wundern, wenn diese Mistkerle ihm gezeigt haben, mit welchem Ende der Lanze man zusticht, bevor sie ihn in die Schlacht geschickt haben. Aber naja. Ich schätze, das klärt die Frage, wie ich in Narazuls Orden gelandet bin, oder? Ich war es leid zu sehen, wie Menschen Religion für ihre eigene Machtgier missbrauchen. Der Schöpfer, die Lichtgeborenen, der große Geist. Dieselbe Scheiße anders verpackt. Und wisst ihr was? Ganz egal, wie viel Chaos der Tod der Lichtgeborenen ausgelöst hat. Ich bereue es nicht, ein Teil davon gewesen zu sein. Nicht im geringsten. Ja, und es war ein verdammt schöner Anblick, als ihr brennender Tempel die Nacht erleuchtet hat. Es war das Richtige. Naja, ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt in Ordnung. Es war ein gutes Gespräch, aber ich muss mich echt langsam aufs Ohr hauen. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Naja. So, hier ist ein Zimmer zum Schlafen. Gute Nacht! Mal fast zum Gruß. Mahlzeit. So, ich möchte auf jeden Fall... Das funktioniert einfach nicht, Meister. Egal, wie sehr ich es versuche. Messer? Richtig. Und genau das ist das Problem. Du versuchst es. Ja, ich fürchte, ich kann euch nicht folgen. Zugegeben, das war auch etwas kryptisch. Sag, erinnerst du dich noch an die Lesung von Magisterin Daiea? Ich denke schon. Ich meine, die... Marktplatz. Nacht wieder alle am Pennen, ey. Sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von selber klären. Meine Meinung will ja keiner hören. Hm.
da wollte ich nicht, Entschuldigung. Schreitet wohl. Ja. Eigentlich will ich nur eine Runde pennen, so dass ich hier shoppen kann. Ich brauche nämlich... das hier. Wachturm. Hallo. Messer? Ich auch umpennen hier drin. Wohin man schaut. Oh, was ist das denn? Ich will ja nirgendwo einbrechen. Mann, 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 Mann. Ich sag's dir, ich hab die Schnauze sowas von voll von diesen verdammten Lügnern. Wenn ich der Großmeister wäre, hätte ich mich schon längst alles aufhören. Messer?